Hallo liebe Freunde der grilltechnischen Unterhaltung, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich dieses Selbstbrau-Kit hier für Bier im Dutch Oven machen. Wie ich das mache, was ich dazu benötige, das könnt ihr euch jetzt im Video angucken. So, hierbei handelt es sich um ein quasi letzte Stufe Selbstbrauset. Das heißt, man muss eigentlich nur noch den Sud nochmal aufkochen aus hier dieser Melasse, die hier drin ist. Und das ist dann quasi schon die fertige Bierwürze, die man eigentlich nur noch zu Hause vergären lassen muss. Es geht also im Prinzip jetzt darum, die ganze Sache am Ende der Gärung mit den ganzen hygienischen Maßnahmen, die dafür nötig sind, das ist eigentlich der Haupttrick bei der Übung, im Dutch Oven hinzukriegen. Und das möchte ich hiermit versuchen. Bevor ich jetzt also anfange und mache den kompletten Brauprozess im Dutch Oven, möchte ich erstmal versuchen, ob man das überhaupt am Ende hinkriegt, dass es vergärt, ohne dass es dann nachher hochgeht wie Rumpelstilzchen. Gut, was brauchen wir jetzt zu der ganzen Aktion? Erstmal habe ich hier ein Selbstbrauset. Dazu gehört halt ein kleines Tütchen Bierhefe. Das kommt jetzt gleich hier in das lauwarme Wasser rein. Dann halt diese Dose mit der Würze als Melassezustand. Und man braucht einen Braueimer. Um das Ganze dann noch durchzumessen zu können, braucht man eine Bierspindel. Und um das Ganze richtig sauber zu kriegen, braucht man Sauerstoffreiniger. Wenn man die Sachen alle zusammen hat, dann sollte man erst anfangen. Na klar, man braucht auch noch Wasser und den Dutch Oven, also in meinem Fall jetzt. Aber man kann auch einen normalen Topf auf dem Herd nehmen. Naja, kann. Gut, was ist der Braueimer? Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Plastikeimer mit einem Ablasshahn. Das ist ganz wichtig, weil der muss nachher erhöht stehen, während der Brauprozess hier drin abläuft. Und dann kann man am Schluss, da muss er schön ruhig stehen, und hier unten ist die ganze tote Hefe abgesetzt. Da kann man das über den Ablasshahn schön in den zweiten Eimer reinlassen, um das dann nochmal mit einer Nachspeise anzureichern und in die Flaschen abzufüllen. Obendrauf ist dieser Gäraufsatz. Ich mal hier rausnehmen. Kann es sehen. So, hier kommt nachher Wasser rein. Wenn das Ding da steht, wo es zwei Wochen stehen kann. Und das ist halt so, wenn sich hier drin Gärgase bilden, dann können die hier drüber raus. Blubbern dann hier drinnen, aber es kann halt kein Dreck rein. Hier kommt nachher noch ein nasser Lappen drauf, damit halt obwohl jetzt mit Fliegen haben wir jetzt die Jahreszeit nicht mehr so viel zu tun. So, das alles, wie gesagt, ist mit Sauerstoffreiniger gereinigt. Kommen wir jetzt zur Hefe. Bei der Hefe ist es ziemlich wichtig, dass die Temperatur von dem Wasser hier stimmt. Weil, wenn ich jetzt das Wasser soll 25 Grad haben und ich sage auch, ist mir kackegal, ich nehme einfach jetzt Wasser, was 35 Grad hat, wird die Hefe schon abkönnen. Ich sage euch, kann sie nicht, dann wird die absterben. Und dann habt ihr genau das, was ihr nicht haben wollt, nämlich irgendwelche Wildhefen nachher im Bier. Deshalb reinigt man das ja auch vorher, damit man möglichst viele Fremdkeime abtötet und dann auch nur wirklich die Hefe da drin gärt, die man haben will. Und nicht irgendeinen Pilz oder weiß ich was noch. So. Deshalb müssen wir hier noch ein bisschen warten. Das hat jetzt 28 Grad und soll 25 haben. Was bei den ganzen Selbstbrau-Sets auch immer noch so ist, ist, dass man eine gewisse Menge Zucker braucht. Das ist auch nicht wenig. Also ich glaube hierbei für das Set brauchen wir 500 Gramm. Dafür habe ich jetzt hier diese Dose. Und die werde ich jetzt schon mal abwiegen. So, wie bin ich jetzt auf die 500 Gramm Zucker gekommen? Erstmal liest man sich natürlich komplett die Anleitung durch, wenn man so ein Ding hier das erste Mal benutzt. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber ich habe es mir trotzdem nochmal durchgelesen. Dann habe ich mir eine kleine Liste gemacht mit Punkten, die ich der Reihe nach quasi abarbeiten muss, um das Set genau so zu machen, wie die das sagen. So, wichtig bei der ganzen Sache ist, dass es hier hinten eine Tabelle gibt. Ich will hier dieses Gallia-Bier brauen. Das werden am Ende vom Lied 12 Liter. Hier steht die Zuckermenge, die man vorher benutzen muss, das ist 42 Gramm. Dann komme ich nach Adam Riese ungefähr auf 500 Gramm Zucker. So, hier steht auch die Dichte, die ich nachher, bevor der Brauprozess quasi mit der Hefe eingeleitet wird, grob haben muss. Das ist 1,055. Das kann ich nachher auf dieser Bierspindel hier ablesen. Später
wenn das durchgegoren ist quasi und die Gärung fast abgeschlossen ist, dann muss man da noch mal, dann wird das umgefüllt. Das werdet ihr dann sehen. So, das Wasser für die Hefe hat jetzt ihr 25 Grad. Jetzt kann ich die Hefe einrühren. Man kann auch hingehen und macht vorher noch ein bisschen Zucker in das Wasser und setzt die Hefe einen Tag vorher an. Dann hat die schon mal hier angefangen zu gären. Und dann ist es natürlich besser, wenn die schon aus dem Trockenzustand richtig ins Leben gerufen worden ist, als wenn die das jetzt nachher in dem Eimer machen muss. Aber ich will ja auch ein bisschen probieren, wie das hier so funktioniert, und deshalb mache ich das mal nach Anleitung. Gut, damit werden die Sachen hier drin abgeschlossen. Auf zum Grill! So, Dose öffnen. Da ist eine ziemliche rübenkrautmäßige Melasse drin. So, die soll jetzt hier 10 Minuten lang eigentlich nur weich werden, damit man die wahrscheinlich besser aus der Dose rauskriegt. So, hier ist jetzt das Brauwasser in den Dutch Ovens. Wichtig ist halt, es steht in der Anleitung so, dass man das Wasser vorher am besten mal komplett abkocht. Nicht unbedingt aus hygienischen Gründen, sondern was hat was mit der Wasserhärte zu tun und nachher der Schaumkrone und was ich da alles gelesen habe. Das Blöde ist jetzt hier bei der Aktion, ich bräuchte normalerweise 2 Liter kochendes Wasser und danach nochmal 8 Liter, um das nachzufüllen, weil ich 2 Liter mit den 500 Gramm Zucker aufkochen muss, damit der Zucker sich besser löst. Ich habe mich jetzt so entschieden, ich habe hier 6 Liter Wasser fest in dem Topf drin und da werde ich jetzt die 500 Gramm Zucker drin auflösen. Dann kippe ich nachher diese Wassermenge hier definitiv in den Topf rein und das, was ich an Wasser dazu brauche, nehme ich mir aus dem hier mit dem Messbecher raus. Als ich das allererste Mal gemacht habe, habe ich den Zucker in kaltem Wasser aufgelöst. Das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und wenn man das jetzt hier mal guckt, kommt schon mal fast gar kein Zucker am Boden an. Und wenn ihr so richtig viel Zucker auflösen müsst und nachher bei 2 Litern ist das relativ schnell gesättigt, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass das warm ist. So, ich schütte immer zwei Liter Wasser schon mal vorher rein. Die 2 Liter, die ich jetzt reingetan habe, das sind die 2 Liter, die eigentlich mit Zucker versetzt werden sollten und nachher dazukommen. Die habe ich jetzt schon mal reingetan, das ist, damit es einfacher sich jetzt rühren lässt, wenn ich die Melasse dazu schütte. Kann man das sehen? Das Zeug ist sehr, sehr viel flüssiger geworden, als es zuerst war. Und ein paar Bläschen sind auch drin. Das schütte ich jetzt hier zu. Riecht schon sehr kräftig malzig, muss ich dazu sagen. So, das kommt hier. Der eine Liter Wasser noch dazu wieder. Das kann man schon mal rühren. So, jetzt tue ich die 6 Liter Portion auch noch da rein. Ich schreibe mir das immer ein bisschen auf, was schon da drin ist, damit ich da auch. So, den 6 Litern fehlen ja jetzt noch 2. Die kommen jetzt auch dazu. Das ist jetzt das Wasser, was nochmal in der Melasse gekocht ist. Das kommt jetzt als letztes dazu. So, und damit ist das schon abgeschlossen. Möglichst schnell zumachen. Jetzt geht's gleich drinnen weiter. So, hier im Heizungsraum wird das Bier jetzt nachher stehen bleiben, die 2 Wochen lang, weil die Ausdünstungen davon, die will man nicht unbedingt im Wohnraum haben. Und man muss es auch
2 Wochen lang sollte es mindestens die gleiche Temperatur ungefähr haben. Und hier drin ist es eigentlich immer ziemlich gleich. Ich habe jetzt hier schon eine Probe gezogen, um gleich das auszuspinnen. Die hat allerdings auch noch die 39 Grad, wie man auf dem Thermometer vielleicht so erkennen kann. Und dass diese Spindel funktioniert bei 20 Grad halt genau. Und deshalb muss das hier drin jetzt auch noch ein bisschen abkühlen. So viel zum Lagerort. Die Probe, die ich eben noch rausgenommen habe, ist jetzt abgekühlt. Statt dem, was auf dem Zettel steht, 1,055, habe ich 1,053 oder so. Also ein bisschen drunter. Hier steht jetzt, zu erwartende Alkoholprozente werden irgendwo zwischen 6 und 7 liegen. Das war auch das, was ungefähr da angegeben war. Und Zucker ist so zwischen 120 und 130 Gramm pro Liter. Alles klar, das wird wohl ungefähr hinhauen. So genau nehmen wir das jetzt nicht. Dann probiere ich das mal. Ne, das will ich, oder? Ja, schmeckt sehr süß, malzig. Da könnte man ja eigentlich mal versuchen, mal so ein Vita-Malz durchzugären. Gut, ich habe hier noch praktischerweise eins aus dem letzten Schwung. Wichtig ist, wenn die Dinger Flaschengärung sind, muss man aufpassen, unten drin ist immer der Todsatz von der Nachspeise. Da muss man halt aufpassen beim Einschenken. So, das Bier ist jetzt schon 4-5 Monate alt. Das heißt, Diablo ist auch von Brewfirm. Hat halt eine sehr schöne. Wenn man aufpasst, den Bodensatz nicht mit reinschüttet, bleibt das schön klar und alles. Ich finde auch, das hat einen guten Geschmack, also das hat ziemlich gut funktioniert. Vielleicht habe ich ein bisschen viel Zucker reingetan, dass die Nachspeise, dass es ein bisschen so stark schäumt. Oder das war halt, weil ich das Wasser nicht abgekocht habe. Deshalb habe ich das jetzt mal abgekocht, um mal zu gucken, ob das was ändert. Hier ist jetzt die Hefe, die ich eben angesetzt habe. Die ist schon fleißig, wie man am Schaum erkennen kann. So Leute, die Hefe, die kippe ich jetzt nachher da rein, wenn das seine 25 Grad hat, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Dann kommt der Deckel drauf und dann erst fülle ich mit einer Spritze, die jetzt noch voll Wasser ist, fülle ich oben das Gärröhrchen auf. Weil vorher drücke ich ja noch an den Bottich rum und so und dann schwappt mir das Wasser rein oder schlimmstenfalls wird sogar reingesaugt. Und das möchte ich nicht. Deshalb mache ich das ganz zum Schluss voll. Das werde ich jetzt aber nicht mehr zeigen, weil das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile lang dauern. Man hat jetzt 37 Grad, ist also 2 Grad abgekühlt in den letzten 20 Minuten. Es kann sein, dass das durchaus noch 2-3 Stündchen dauert, bis das Wasser auf der Temperatur ist, wo ich es haben will. Gut, falls ihr bei Untappd seid hier, Biertrinker-App, könnt ihr die Brewfirm-Biere, die ihr selber gebraut habt, auch einloggen. Da gibt es extra so ein Homebrew-Badget für. Naja, in diesem Sinne, beim nächsten Video werde ich dann zeigen, wie ich die Flaschen zum Beispiel mit dem Grill sterilisiere. Und ja, ich will halt wirklich möglichst viel an dem Bier, was ich jetzt gerade angesetzt habe, mit dem Grill als Wärmequelle machen. Wenn ihr euch das anschauen wollt, könnt ihr ja gerne hier auf Abonnieren klicken und dabei bleiben. Es wird ja, wie gesagt, noch ein paar Wochen dauern, weil ein paar andere Videos dazwischen kommen. So, aber in diesem Sinne, bis dann, ich empfehle mich.